Hallo und willkommen im Trailer-Kanal. In diesem Video werde ich auf eine Anfrage eines Abonnenten eingehen, der sich gewünscht hat, dass ich nochmals näher auf die Sentiment-Analyse eingehe. Ich werde erklären, was das Sentiment genau ist, welche verschiedenen Sentiment-Analysen es gibt und wie man diese profitabel für sein Trading nutzt. Am Ende des Videos stelle ich euch einen interessanten Sentiment-Index für den Forex-Markt vor, welchen die meisten sicherlich noch nicht kennen. Viel Spaß beim Anschauen! Bei der Sentiment-Analyse untersucht man die Stimmung der Anleger. Man spricht dabei auch von der allgemeinen Marktstimmung. Es geht dabei darum, wie die Anleger die weitere Entwicklung des Finanzmarktes einschätzen. Angst und Gier treiben die Kurse an der Börse und lassen Aufwärts- und Abwärtstrends entstehen. Das Wissen darüber, ob die Mehrzahl der Anleger positiv oder negativ eingestimmt sind, kann sehr wertvolle Anhaltspunkte für seine eigene Trading-Entscheidung geben. Und um das herauszufinden, nutzt man die Sentiment-Indikatoren. Ich selber nutze das Sentiment als Kontraindikator. Es ist ja bekannt, dass die Mehrzahl der Anleger an der Börse kein Geld verdient. Meine Wahrscheinlichkeit, erfolgreich an der Börse zu traden, erhöht sich, wenn ich nicht das Gleiche mache, was die Masse macht. Es gibt dazu einen bekannten Spruch von Warren Buffett: Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Mit dieser Aussage trifft Warren Buffett es direkt auf den Punkt. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Sentiment-Indikatoren. Das Pull-Call-Ratio, der EUVAX-Sentiment-Index für den DAX, der amerikanische Fear-and-Greed-Index, die Volatilitätsindizes VIX und der VDAX New. Dazu ein paar Infos. Das Put-Call-Ratio zeigt das Verhältnis der gehandelten Verkaufsoptionen, welche als Put bezeichnet werden, zu den gehandelten Kaufoptionen, die auch als Calls bezeichnet werden. Das Put-Call-Ratio ist der bekannteste Indikator und wird von den meisten Profitradern beachtet. Ein Wert über 1 bedeutet eine sehr negative Stimmung, weil mehr Optionen auf fallende Kurse gekauft werden, als auf steigende Kurse. Man verwendet das Put-Call-Ratio als Kontraindikator, der frühzeitig Wendepunkte anzeigt. Zum EUVAX-Sentiment habe ich bereits ein Video gemacht und verlinke es dir oben rechts. Das amerikanische Gegenstück zum EUVAX-Sentiment ist der amerikanische Fear and Greed Index. Dieser Index wird von dem Fernsehsender CNN herausgebracht und zeigt in Form eines Tachos die Positionierung der Marktteilnehmer. Extremwerte werden auch hier als Kontraindikator angewendet. Der Volatilitätsindex VIX misst die implizierte Volatilität von Optionen auf den S&P 500. Der VIX wird an der Chicago Board Option Exchange in Echtzeit berechnet. Ein Wert über 20 deutet darauf hin, dass die Anleger nervös werden und eher die Short-Seite zu bevorzugen ist. Bei einem Wert unter 20 sieht man sich eher nach Longs um. Beim VDAX New ist das Prinzip genau das gleiche. Der VDAX New wird, wie es der Name schon sagt, auf den DAX berechnet. Wichtig zu verstehen ist, dass die Sentiment-Analyse nicht als alleiniger Indikator für eure Trading-Entscheidung dienen darf. Trotzdem liefert die Marktstimmung ein ganz wichtiges Mosaiksteinchen, um das Gesamtbild besser zu verstehen und somit die richtigen Trading-Entscheidungen zu treffen. Wie am Anfang versprochen, zeige ich euch jetzt den Sentiment-Index für den Forex-Markt. Dazu müsst ihr auf die Seite myfxbook.com, dort unter der Rubrik Community findet ihr hier unten das Sentiment und hier seht ihr eigentlich alle Währungspaare, die es gibt. So, wie wenden wir das Ganze an? Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Euro-US-Dollar anschauen, dann sieht man schon, der grüne Balken hier, der steht für Long Trader und der rote Balken für Short Trader. Also man sieht, dass es etwas mehr Long Trader als Short Trader gibt und hier sieht man noch dann, wie populär das Währungspaar ist. Also der große Balken hier oder der größte Balken beim Euro-US-Dollar, weil das natürlich auch der bekannteste oder größte Währungspaar weltweit ist, mit dem meisten Volumen, was gehandelt wird. So, deswegen gucken wir uns den Euro-US-Dollar jetzt nochmal genau an. Also man sieht es hier oben schon, Long-Positionen sind aktuell 53% und Short-Positionen 47%. Das heißt, die Trader sind mit einer etwas größeren Mehrheit auf der Long-Seite unterwegs. Ist jetzt ein relativ ausgeglichenes Verhältnis. Was uns interessiert, sind natürlich eher so extreme Positionen. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Also wenn wir hier zum Beispiel auf Tag auf D1 gehen, was hier auffällt, dass die Short Trader ab hier ungefähr wechselte das Ganze, ab dem Balken, da haben die Privatanleger angefangen, Shorts aufzubauen. Und ihr seht, was der Euro-US-Dollar macht, er steigt. Und zwar relativ lange an, über mehrere Tage. Und die Privatanleger sind die ganze Zeit Short. Also wenn ich sowas sehe hier, wenn ich weiß, die meisten Privatanleger sind Short, dann versuche ich, meine Position eher auf der Long-Seite zu suchen, wenn ich Trades machen möchte im Euro-US-Dollar, als auf der Short-Seite. So, ab hier können wir uns das Ganze mal angucken. Also, wir sehen es,
Hier war mal eine kurze Long-Position drin. Dann wurden die Trader alle wieder short. Also nicht alle, aber ein Großteil der Trader wurde wieder short. Und der Markt fing an zu steigen. Die Short-Positionen wurden hier wieder erhöht, nachdem wir hier oben das Hoch hatten. Der Markt kam mal einen Tag runter, dann etwas runtergekommen. Und die meisten Trader sind hier immer noch short. Und dann kam die nächste Aufwärtsbewegung. Ja, und das Ganze geht so lange, bis wir, also hier hatten wir mal kurz Long-Positionen in der Überzahl und hier dann auch. Und erst so richtig große Long-Positionen wurden aufgebaut, nachdem der Markt schon runtergekommen ist. Ab hier fängt der Großteil der Trader wieder an, Long-Positionen aufzubauen. Der Markt geht ein wenig nach oben, dann seitlich. Und was passiert dann? Wir kommen wieder runter und weiter runter, obwohl wir hier die ganze Zeit die Long-Trader in der Überzahl haben. Schauen wir uns nochmal ein zweites Währungspaar an, den Pfund US-Dollar. Sieht man schon, dass wir hier eine etwas stärkere Position der Longs haben, also 69% sind hier Long gewichtet und Short 31%. Wenn wir uns einfach nur diese Position hier angucken, ab hier, da wird es so ein bisschen klarer, da fängt die Masse wieder an, ihre Long-Position aufzubauen und ihr seht, der Markt fällt. Dann irgendwann steigt er und das ist so typisch für die meisten Trader. Die meisten Trader versuchen wirklich immer unten, wenn eine Bewegung nach unten geht, irgendwo Longs aufzubauen. Also in so einer Bewegung versuchen viele hier im Laufe des Tages ihre Long-Position aufzubauen, um zu hoffen, dass der Markt anfängt zu drehen. Irgendwann dreht der Markt natürlich. Dann werden diese Longs sofort wieder geschlossen. Es wird wieder genau das Spiel umgekehrt gespielt. Es wird nach Short-Position gehandelt. Also man versucht immer Counter-Trading zu machen und nicht den Trend zu handeln. Also Counter-Trading bedeutet, dass man gegen den Trend handelt, dass man versucht, das Tief zu erwischen und das ist sehr, sehr schwer im Trading. Ihr seht, es ist viel, viel einfacher, einen Trend zu handeln. Also wenn ihr hier schaut, hier baut sich ein Long-Trend auf, weil die Shorts übergewichtet sind und ihr seht, dass erstmal mehrere Tage der Markt steigt, bis er dann konsolidiert. Ich möchte euch nochmal ein kurzes Beispiel vom EUVAX-Sentiment vom heutigen Tag zeigen. Wenn wir uns hier mal anschauen, also heute war es so, wir haben heute den 8.9.21, heute Morgen gegen 8.30 Uhr, bisschen kurz davor, fingen die Trader an, extreme Long-Positionen aufzubauen. Also alles über einen Wert von 50 schon sehr, sehr stark. So, wenn wir uns jetzt mal angucken, was der DAX dagegen macht, da sind wir ungefähr hier gewesen. Da waren extrem Long-Positionen und der DAX fällt. Er fällt. Dann schaut ihr, werden diese anhand dieser des fallenden DAXes werden viele Positionen geschlossen werden müssen. Es werden Stops abgeholt. So, dann wird vor 9 Uhr alles geschlossen. Und Punkt 9 Uhr oder ein bisschen kurz davor schon, fangen die Trader wieder an, ihre Long-Positionen aufzubauen. Und zwar wieder in den ziemlich extremen Wert hier oben. Ungefähr 9.05 Uhr, 9.10 Uhr in etwa hier, haben wir einen extremen Long-Position. Und der hält bis 11.30 Uhr ungefähr. Jetzt gucken wir uns mal an, was der DAX macht. 9 Uhr sind wir ungefähr hier. Also DAX fing schon vor Öffnung an zu fallen, dann fiel der DAX und 11.30 Uhr bis hierhin. Also ganze Zeit am Fallen und hier dann noch Seitwärtsbewegung. Hier wurden die Long-Position abgebaut und ab da fing der Markt wieder an zu steigen. Also ihr seht, ihr solltet nicht das machen, was die Masse macht, denn das geht meistens nach hinten los. Ich hoffe, das Video hilft euch ein wenig, eure Trading-Ergebnisse zu verbessern. Ich wünsche euch auf jeden Fall alle erfolgreichen Trades. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.